Video. Letzte Woche gab es kein Video. Wir bauen heute von Drift King eine Domstrebe ein, die vorne. Das ist jetzt die Variante für 6 Zylinder. Es gibt auch noch 4 Zylinder, aber wie gesagt, heute in dem Video ist es die 6-Zylinder-Variante. So, ich hoffe, das haut so hin. Ich glaube eher nicht. Dann stellen wir sie einfach hin und machen hier einmal auf. Machen hier einmal auf. So, jetzt holen wir die mal raus. Wir haben hier die für vorne drin. Das ist jetzt auf jeden Fall die Domstrebe für vorne. Und die machen wir jetzt mal auf hier mit dem Drift King Logo. Das ist wahrscheinlich ein neues, weil auf die Bilder sieht es anders aus. Genau, die bauen wir jetzt mal rein, schwarz pulverbeschichtet. Sollte eigentlich selbsterklärend sein, wie man die reinmacht, aber ich zeige es euch natürlich. So, jetzt muss ich natürlich an die 3 Verschraubpunkte, einmal links und rechts. Das darf nicht im ausgefederten Zustand jetzt montiert werden, die Domstrebe. Ich habe jetzt die hier lose geschraubt, dass das jetzt hier Spiel hat. Wir machen das jetzt so, legen das jetzt erstmal hier drauf und hier und gehen aber gleichzeitig auf die Döme drauf. Und somit haben wir hier ein bisschen Spiel, das einzuhängen. So, das war's schon. Da ist es drauf, da auch. Ein bisschen Spiel hat man. Und hier liegt es noch nicht ganz auf. Muss man ein wenig runterdrücken. Man kann auch die Domstrebe auseinander machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die kompletten Schrauben rausnehme, ne, kann ich sie rausnehmen, kann es auch noch ein bisschen anpassen und kann dann den Spaß wieder anfädeln. Ne, so. Aber das muss ich ja jetzt nicht machen. Bei mir hat es ja jetzt auf Anhieb dann so gepasst. Jetzt tun wir die nur anfädeln. Wie gesagt, jetzt schauen wir, dass es da passt. Hier haben wir ein bisschen Spiel überall. Hier ist auch. Jetzt brauchen wir wieder unsere Domschrauben. Also Muttern eher gesagt. Die fädeln wir jetzt leicht an. Ne? Und hier hüben noch anfädeln. Dann fädeln wir drüben an. Jetzt fädeln wir die Seite noch an. Ne? Dann mal schauen, dass man sie noch ein wenig runterdrückt. Weil durchs Gewinde muss ich das ja noch ein wenig runtergeben. So. Jetzt haben wir das hier. Jetzt machen wir das noch fest. Da müssen wir jetzt aber schauen, dass wir unseren Bautenzug vom Tempomat irgendwie mit fixieren. Da werde ich die Spange drehen müssen. Werde das so festmachen müssen. Man kann es auch weglassen, wenn man ehrlich ist. Aber ich will die Spange schon fest haben mit. Das Problem wird natürlich jetzt sein, dass ich jetzt hier das durchs Anfädeln diese Plastik, nicht Plastik, sondern dieses Metallstück runterdrücken werde, weil jetzt hier drunter natürlich Spiel ist. Oder ich lege da eine Unterlegscheibe drunter, dass es nicht ganz so runterdrückt. Obwohl, das müsste eigentlich trotzdem funktionieren. Ich ziehe jetzt erstmal hier die rechte Seite fest. Das mache ich jetzt nicht mit einem Akkuschrauber oder mit einem Schlagschrauber. Das ziehe ich jetzt erstmal per Hand fest, dass ich hier nicht die Domschrauben auseinanderreiße. Aufmachen mit Schlagschrauber ist kein Problem. Also man kann es bestimmt auch mit einem Schlagschrauber zumachen, aber ich ziehe das jetzt mit der Hand an. Und bloß auch, wenn man hier einen Lack nicht abscherbeln, weil es schon ganz schön eng ist, sonst ein Langnuss. Also die Domschrauben hier von der Domstrebe, das sind 17er. Ziehen wir jetzt noch fest. Opa. Ich glaube, das reicht. Das ist nämlich eine selbstsichernde Mutter.
So, das reicht. Nach fest kommt ab. Jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen den Lack beschädigt. Da müssen wir ein wenig ausbessern. Aber jetzt ist er fest. Jetzt kann sich doch nichts mehr verziehen. Vorne hat es jetzt ganz gut funktioniert, die Domstrebe zu installieren. Wie gesagt, beide Döme, die drei Schrauben öffnen. Die Domstrebe an sich von Drift King, die beiden 17er Schlüsselweiten lösen, dass du Spiel hast. Und wenn du das dann drauf machst, dass es sich nicht steif verwindet. Und dann, wie gesagt, die Domstrebe drauf, habt ihr ja gesehen. Nach und nach die Muttern festziehen, dann die Schrauben mit der Mutter festziehen, die beide die Verstrebung hält. Und dann sollte das alles funktionieren. Und bitte Appell an euch. Ich habe schon so viel gelesen, dass die meisten die Fahrwerke ausheben, das Fahrzeug an der Hebebühne oder den Wagenheber hochheben, dass der Dom sich entlastet. Macht das nicht, ich habe mit dem Karosseriebauer geredet, der hat gesagt, du gibst da viel zu viel Spannung drauf, wenn du die Domstrebe verbaust, wenn das Auto auf der Bühne steht, weil du das ja dann wieder runterlässt und dann dadurch, dass jetzt der entlastet ist und du spannst das fest und du lässt das wieder runter, dann kann es sein, dass da irgendwie zu viel Druck drauf ist. Und dann kann dir irgendwo das Dom reißen. Also lass diesen Käse, stell das Auto auf den Boden, so im eingefederten Zustand, passt die Domstrebe an, dass die dann da richtig fest dran ist. Und dann habt ihr eine gute Versteifung, da kann dann nichts mehr weiter passieren. Und den gleichen Spaß machen wir jetzt mit der hinteren Domstrebe, weil ich habe natürlich für hinten auch eine. Hinten möchte ich das aber so machen, ich möchte meine Verkleidungen nicht ausbauen, ich möchte die drin lassen. Und meinen Subwoofer gegebenenfalls auch drin lassen. Da müssen wir jetzt mal miteinander gucken, wie man das hinten lösen, die zwei Probleme, aber trotzdem die Domstrebe fahren können. Ich würde sagen, wir gehen mal nach hinten und zerlegen mal alles und dann bauen wir die Domstrebe da mal rein. Also hinten ist das alles ein bisschen anders da. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen was zerlegen. Und zwar jetzt in dem Fall hier mal die Hutablage raus. Und dann muss die Rückbank umgeklappt werden. Da haben wir wahrscheinlich dann schon mal ein Problem. Meine Endstufe ist da hinten dran und die wird safe stören. Kofferraum ist jetzt soweit leer. Die Seitenverkleidung muss noch weg. Da müssen wir jetzt von der Platine hinten, also vom Rücklicht, die Platine wegnehmen. Dann kann man die einfach so rausziehen und dann erstmal zur Seite klappen. So, dann hat man hier dieses komische Plastik. Oder eher gesagt, dieses komische Styropor. Und das muss auch weg. Genau, hier ist dann das Dom. Auf der Seite haben wir jetzt hier ja noch die Tankentriegelung. Das ist hier dieser grüne Nupsi. Der habt ihr bei die Vorfacelift in schwarz. Bei die Facelift ist es halt grün. So, wenn ihr das dann hier rausgefummelt habt, geht es eigentlich ganz einfach weg. Irgendwo hängt es bei mir noch. So, dann könnt ihr das nämlich zur Seite nehmen. Und ich habe hier auf jeden Fall schon mal ein Loch reingeschnitten gehabt, weil ich da Anhängerkupplung ja drin habe in dem Auto. Musste ich das einschneiden. Aber wir müssen sowieso die Verkleidung zerschneiden. Aber das seht ihr dann. So, die Schrauben müssen jetzt lose geschraubt werden. Das sind 13er Schlüsselweite. So. Mal das mit dem Dom sauber. Da ist ja so viel Dreck da. Das ist ja eklig. So, das ist die Domstrebe. Die wird jetzt einfach hier aufgelegt. Ne? Schauen, ob die Löcher übereinander passen. Aber das eine Loch will nicht. Warte mal. Da kann man deswegen den Schraubenzieher wegen bearbeiten. Das ist eigentlich gar nicht mal so das Problem. Ich krabbel da mal kurz rein. Eine Schraube da. Beziehungsweise das eine Loch kann man entgegendrücken, dann sollte das eigentlich reinrutschen. Das Problem ist, das Domlager hat sich ein bisschen verdreht gehabt, ist aber nicht schwierig. Ich ziehe die jetzt mal kurz an, die Schrauben. So,
Ich drehe die immer nie mit einem Schlagschrauber fest ab, kann man schon machen. Aber ran mache ich die immer mit der Ratsche, um das Domlager nicht kaputt zu machen. Komm. Oh, das geht aber richtig ums Arschlecken. Das geht aber richtig gerade so ums Arschlecken. Also das ist echt Präzision. Das kann ich so sagen, wie es ist. Also das haben wir getestet, das funktioniert. Ich werde jetzt eine Verkleidung mal eben kurz anpassen. Wenn ich das habe, melde ich mich nochmal und dann machen wir die andere Seite. Weil ich muss jetzt mal gucken, dass ich das ordentlich hinbekomme, aber ich muss die Domstrebe dazu wieder rausmachen, weil ich muss ja die Verkleidung durch die Domstrebe schieben. So, hier liegt sie. Ich habe das jetzt angezeichnet. Ich habe jetzt von hier unten 21, habe jetzt hier eine Breite von 40, eine Breite, also eine Tiefe von 20 und ausschneiden komplett müssen wir 108. Wir müssen ja das ganze Konstrukt da durchkriegen. Das hier schneide ich komplett raus. Und jetzt mache ich es anders da, wie bei der anderen Verkleidung habe ich hier oben noch weggeschnitten. Ich schneide jetzt hier nur einen Schlitz rein und hier einen Schlitz. Dann klappe ich das nach oben und schneide das komplett aus. Dann schiebe ich die Domstrebe da durch, kann das wieder runterklappen. Die Domstrebe guckt nur hier raus. Und dann kann ich aber trotzdem hier mit dem 3D-Drucker mir eine Abdeckung drüber machen. Und das ist alles safe. Und wie gesagt, hier habe ich eh schon mal reingeschnitten. Von daher ist es jetzt nicht schlimm. Die gibt es nämlich noch neu zu kaufen. So, jetzt muss ich erstmal die Domstrebe festschrauben, weil sonst wäre das nämlich jetzt blöd, wenn wir die vergessen festzuziehen. Das wäre nämlich richtig scheiße. So. Im Endeffekt die Schrauben festmachen. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the plays. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these writings. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. So, im zusammengebauten Zustand will ich das euch nochmal zeigen. Und wundert euch nicht, ich nehme gerade mit dem Handy auf, weil die Kamera nämlich der Akku leer ist. Also so sieht es jetzt aus, das stört überhaupt gar nicht, die Domstrebe. Und wie gesagt, hier ist ein bisschen zu groß ausgeschnitten. Ich mache jetzt mir mit dem 3D-Drucker noch eine Abdeckung und dann sieht es eigentlich sehr gut aus. Der Subwoofer, wenn dann drin steht, würde es sowieso eigentlich diese Geschichte abdecken. Und wie gesagt, das mit der Endstufe habe ich euch ja schon gezeigt, das passt echt hier ums Arschlecken rein. Also das sind wirklich 2 cm Platz noch. Und ja, und regt euch nicht auf, das ist Top-Hi-Fi-System. Da ist eh schon ein Loch drin, deswegen habe ich die aufgeschnitten. Gibt es eh noch neu für 44 Euro bei BMW. Macht gar kein Problem, schaut es euch an. Ich habe hier übelst noch das Spiel. Was jetzt schade ist, ich habe das Fischers Garage Logo drauf, jetzt sieht man das gar nicht. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich für die Zukunft einen GFK-Subwoofer bauen, den ich hier an die Seite wieder hinbaue, was ich schon mal hatte, um dass die Domstrebe hier zur Geltung kommt. Weil das ist jetzt eigentlich schon recht schade, dass man das Logo nicht mehr sieht. Ja, wie gesagt, ist jetzt verbaut und sogar auf dieser Seite sieht man den Schlitz nicht mehr. Wie ich auch gerade schon gesagt habe. Eigentlich bräuchte man gar keine 3D-Druckdatei, aber ich mache es ja trotzdem. Hier sieht man so ein bisschen. Aber, ja. Und ja, jetzt habe ich noch was Schönes mir gedruckt, die letzten Tage. Und hier ist es schon drauf. Ihr habt es gerade vielleicht schon gesehen, so ein bisschen. Ich habe hier das Driftking-Logo weggemacht. Das ist ganz einfach mit Heißkleber oder sowas festgemacht. Das habe ich einfach mit Cuttermesser vorsichtig ausgehebelt und dann ging es runter und jetzt habe ich mir hier ABS, 90% Infill ABS aus dem 3D-Drucker gelassen, meinen Schriftzug. Das habe ich jetzt hier drauf geklebt mit Sekundenkleber und es sieht echt geil aus und ja, da habt ihr jetzt gerade eh schon die Aufnahmen gesehen und hinten habe ich das jetzt auch gemacht, beziehungsweise in der Aufnahme habt ihr es jetzt hinten gesehen, der Schriftzug liegt eigentlich noch da. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt hätte ich gern euch ja noch eine Testfahrt gemacht. Ich konnte ja aber jetzt nicht fahren, weil draußen
ist 3 Grad, es schneit. Heute Vormittag haben sie Salz gestreut. Da fahre ich mit dem Kollegen jetzt nicht raus, aber das Video hole ich dann nach. Werde ich euch mal so ein Vorher-Nachher berichten. Ich weiß ja, wie das Auto vorher fährt oder gefahren ist. Und jetzt dann einmal mit Domstrebe. Mal gucken, ob man einen Unterschied merkt. Ja, gucken wir einfach mal. Und zur Stabilisierung wollte ich mir jetzt eigentlich noch H&R-Stabis holen. Aber ja, da wurde ich über Kleinanzeigen beschissen. 200 Euro mit Versand in den Sand gesetzt. Da wird es wohl dann doch neue Stabis geben von H&R, aber da muss ich mir noch ein bisschen Geld zurücklegen, weil die kosten 400 Euro. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war es jetzt im Endeffekt für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und wie schon im Video erwähnt, lasst das Fahrzeug am Boden stehen, wenn ihr die Domstreben verbaut, weil sonst verwindet ihr euch die Karre noch mehr, als es eigentlich jetzt schon hier dann ist, beziehungsweise soll ja nicht auf Spannung eingebaut werden, es soll einfach nur die Karosserie unterstützen beim Versteifen. Genau, bis dahin Leute, ich wünsche euch was und alles weitere sehen wir dann und seht ihr dann im nächsten Video wieder. Und schaut mal bei Instagram und TikTok vorbei, da habe ich das Video auch für euch in einer kürzeren Version hochgeladen. Also würde mich mal freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Bis dahin, ciao.